The sixth plague boils. Und weiter zur nächsten Plage, Beulen. Eine leere Flasche. Okay. Hier drüben noch irgendwas? Nein. Niemand, der angelt oder sonst irgendwas. Was hier? Kommt das? Ah, krass. Das können wir abpflücken. Okay. Der Pestdoktor, das ist ja schön. Was will denn der haben? Und was willst du? Willst du ein bisschen Gras? Komm, erst ein bisschen Gras. Leere Flasche auch nicht? Okay, gut. Dann probieren wir das mal. Das sah ganz gut aus. Und nun? Ah, okay. Können wir das Blut auffangen? Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, du bekommst das. Fantastisch. Nun gewähre uns Einlass ins Paradies. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, da ist er. Schön. Okay, er will irgendetwas haben, was wie Vogel, Eule, irgendwas aussieht. Oh, na. Streichhölzer, Nadel und Faden, was ist das? Key. Okay. Ah, das ist doch da, wo wir sonst den Kubus mal reinpacken, oder? Verschlossen. A knife. Again. Und was haben wir da? Pfeffer. Schalen? Nö. So, machen wir wieder zu. Sind ja ordentlich. Zack. Was haben wir da? Okay. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich einen Code angeben. Eine Uhrzeit. Verschlossen. Okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was wir hier finden. Tod. Sehr schön. Achso, können wir da irgendwas hier mit dem Baumstamm machen? Nein, können wir nicht. So. Ich guck mal erstmal ganz kurz, ob ich hier wirklich hinten den Schlüssel finde. Ist das hier? Zwiebel. Aha. Für was auch immer. Für was auch immer. Ah, hier war doch... Oh, okay, wahrscheinlich... Ja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, der Pestarzt will den Peststab. Und sieh da, wir haben einen Schlüssel gefunden. Wie schön. So, hier geht noch nichts. Dann schauen wir doch mal kurz hier vorne in die Hütte. Oma, mit Gérard. Na? The smell of death is in the air. Smell of death is in the air. Oh ja, dann. Zitz, irgendwas. Können wir irgendwas geben? Pfeffer. Oh, ja. Okay. Und nun? ist ja schön. Ach ja, okay. Scheinbar brauchen wir. Die Fiolen, die wir uns jetzt wahrscheinlich mit dem Schlüssel holen können. Mhm. Und dann muss ich Omas Schnodder auffangen. Das ist ja... Also, wie gesagt, ich sagte schon mal, die Skurrilität dieses Spiels ist... einzigartig. So, du bekommst erstmal hier deinen Stab. Okay, und nu? Ja, schön, schön, schön für dich. Schön. Gut. Schlüssel? Passt der? Ja! Hurra! Und wir haben eine Flasche? Nein, drei Flaschen. Sehr gut. Okay.
So, können wir jetzt... Macht er hier irgendwas? Kriegen wir das wieder? Oh ja, wir kriegen das wieder. Okay, was macht er hier mit seinem... Warte mal. Okay, Stab geht nach oben bei der roten Flasche. Ich würde mal jetzt ganz schnell nochmal zur Oma zurück. Mal gucken, was wir da bekommen. Wenn wir den Schnodder auffangen, wahrscheinlich hier mit der Flasche. Oh, ist das eklig. Ist das eklig. So, dann würde ich mal sagen, den Pilz geben wir ihm mal. Können wir das? Ja. The smell of death is in there. Ja. Komm, gib dir den Pilz. Und nun? Oh, ja, sehr amylaseanregend. Und die Zwiebel wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Oh, ein Tränchen. Okay. Na dann. Haben wir noch was? Nee, haben wir nicht. Oh je. Oh. 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 Okay. Ach. Na, Jans, schau. Na, Jans, schau. Gut, hier muss ich jetzt anscheinend in eine bestimmten Reihenfolge wieder hier. Die Picke ausdrücken ist das, also... Na, ja, fangen wir mal an. Ganz toll. Ganz, ganz toll. So. Das X markiert den Schatz. Oh, bitte nicht. Oho. Alles klar. Wir haben sein Herz. Das... Wozu zur Hölle brauchen wir das jetzt? Ach Gott. Moment. Alter Klassiker-Trick. Ja! Nein, es geht wirklich. Ist das krass. Und wie wird... Müssen wir ihm jetzt hier was geben? Speichel. Was liegt hier noch in der Zelle? Was? Okay. Was? Ja. The cure on time. Okay. Ja, also wir müssen anscheinend ein Heilmittel zusammenbrauen. Ah, warte mal. So, ich mach das mal kurz voll, weil das wird es bestimmt jetzt nicht gewesen sein. Ja, dachte ich mir nämlich. Wir gehen mal ganz kurz zurück. Und zwar zum Pestarzt. Wenn wir denen nämlich die Flasche in die Hand gegeben haben, hat er mit seinem Stab einen gewissen Winkel. Oder man könnte auch sagen, eine gewisse Uhrzeit angezeigt. So, du kriegst jetzt erstmal das... Okay, gelb ist 1 Uhr, rot war so 12 Uhr, ne? Bin ich der Meinung? Ja. Weiß ist 9 Uhr. Der Rotz, der Grüne. Das ist wirklich ekelhaft. 10 Uhr. Okay. Gut. Dann dürften wir fast eigentlich, glaube ich, jetzt die Kombination haben für die Heilung. Also für das Heilmittel. So. Und zwar ist das also grün, weiß, gelb, grün, weiß, rot. Okay. Probieren wir es mal. Also, wir fangen an mit grün. Danach weiß. Gelb. Danach wieder grün. Danach wieder weiß. Und zum Schluss als Sahnehäubchen rot. Yay! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und die geben wir ihm jetzt oder was?
Schön dünnflüssig. Na, haut hier rein in den Spinat hier. Ja, und nun bitte. Was? Was? Oh. Alter, immer zum Zahnarzt. Okay, alles klar. Ich muss die Zähne anpassen. Na, das ist ja toll. Das ist ja schön. Ah, ich wollte schon mal Zahnarzt werden. Wunderbar. So, okay. Gut, dann müssen wir einfach anscheinend einfach nur die Zähne den Formen anpassen. So, ich guck mal ganz kurz. Da, würde ich sagen. Der kommt dahin. Den packen wir mal dahin. Da, du hier, du den da, dann du den. Yay! Okay, wir haben, okay, Kreuz und zwei Punkte. Warte mal. Tada! Das hat mich schon gewundert. Das ist sein Mund hier. Alles klar. Also eins, von 1 bis 12. Schauen wir mal, wo die Punkte sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 5 und 8. Wenn es von der Seite aus ist. Ansonsten wird Logo 5 und 8 von der anderen Seite aus. Ich würde mal ganz kurz probieren, das bei der Uhr einzugeben, die wir vorhin gesehen haben. So, schnell hier hoch. 5. Ja, genau. Und dann der auf 8. Oder so. Okay. Was? Was ist denn das für eine Uhr? Nein, drück jetzt hier. Wirklich. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und wir haben ein Uhrwerk. Oh, was ist das? Vierstelliger Code wird gebraucht. Okay, wo krieg ich jetzt den Code her? Gut, also wenn das Herz hier in die Uhr muss und Gerard noch so schön offen ist, würde ich doch mal sagen, wir probieren einfach mal, auch so skurril wie es klingt, das Uhrwerk in seine Brust einzusetzen. Okay, scheint zu gehen. Time is ticking. Dann machen wir mal zu. Aber es sieht schon besser aus. Boar. Was? Boar. Boar. Ja, okay, alles klar. Boar. Boar ist ja, glaube ich, der Eber. Haben wir jetzt hier irgendwo Tierbilder gefunden oder irgendwas? Wir suchen keinen Zahlencode. Wir haben vier Buchstaben. Können wir da Buchstaben einnehmen? Das ist aber auch. Ist aber knifflig. Ist aber knifflig hier, Freunde. Ah, okay. Alles klar. Cool. Und wir haben den Kubus. Oh je, wir und Vater. Paradise would not exist without great sacrifice. Ja, ich bleib dabei, die haben hier alle wirklich nicht irgendwie alle Waffeln auf dem Teller. Klunk, schwarzer Würfel. Ja, und damit können wir die Plage abschließen. Nice. Schön. Hinein. Guten Tag. Und rein mit dir. Zack. Und versenken. So, und damit haben wir die Beulenplage abgeschlossen. Was kommt als nächstes jetzt? Eis oder die Heuschrecken oder was?
Xiaomi. Okay.